ob wir von hier aus irgendwie da reinkommen. So, ne, da ist zu. Von hier aus haben wir da vielleicht eine Übersicht über diesen komischen Laden. Heilige Scheiße, beweg dein Arsch! Wichser, 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 Wichser! Gott, steh mir bei! Ja, der schießt. Scheiße, ich muss nachladen! Der schießt aus dem Haus raus. Oh, ich habe nur noch 7 Schuss. Das ist alles feindliche Zone. So, jetzt kommen wir zwischen den Gebäuden rein. So, dann bin ich mal gespannt. Warte mal. Was ist da bei dir? Achso, ah, warte mal. Ja, da wollten wir doch hin. So. Hier ist ja gar nichts. Lol. Okay, aber wenigstens können wir uns hier drinnen vielleicht mal verschanzen. Falls ihr die Stimme im Hintergrund hören solltet, ich habe ihm gesagt, er sollte leise sein, weil ich am Aufnehmen bin. Meine Mutter zu verlieren, war eines der schlimmsten Dinge in meinem Leben. Aber in Wahrheit wäre ich heute so blind für die Wirklichkeit wie die meisten, wenn ich nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, was sie mit ihr gemacht hat. Trottel. Ich will nochmal aufnehmen und er... ich will arbeiten, auch rein, Junge! Tretet ihm die Zähne raus! Spacko. Was ist bei dir denn, Alter? Ich habe mich gerade erst aufgeladen und du moppest mich hin. Drecksau, verdammt. Na, dem haben wir es so richtig gezeigt, oder Jungs? So, du kommst mit. Ich sehe durchs Fenster leider nicht. Ah, er ist hinter sich. Warten wir erst, bis der. Warte mal. Jo, pfeifen und erstmal hier rüber, diesen Pfeifenhund. Geil. Besser kann man es gar nicht haben. Der Kleine wird sein Leben lang auf der Flucht. Wenn ich dich finde, bist du verdammt nochmal tot. Oh, mal nachladen, danke. Irgendwo, Süßer. Die Frage ist jetzt... Alter, das war ja mal, das war ein sauberer Schuss. Ich mache hier drüben weiter. Ah, Werkstatt. Ach da, okay. Alter, das gibt's doch nicht. Ich muss kurz Munition wechseln. Haltet mir den Rücken frei. Was hast du vor, mein Freund? Ich mache ihn alle. Komm mir in die Quere und du stirbst als Erster. Ich brauche ein neues Magazin. Komm hier nicht weg.
So, wo ist der andere? Scheiße. Ich knalle ihn ab. Der Kerl macht uns verflucht noch mal fertig. Ach Mensch, geh mal runter, Mensch. Du sollst an die... Ah, was? Ich hänge jetzt an diesem. Was ist das für ein Bug, Alter? So, hopp. Pfeifen wir von da vorne. Der Typ hat die Fliege gemacht. Hat sich in irgendeinem Loch verkrochen. Finden wir ihn nicht. Ach, die sind da drin, ne? Wir finden dich, Schwanzlutscher. Boah, Alter. Was für Ausdrücke. Hört uns doch nicht, glaube ich. Schätze jetzt. Geh irgendwo in Deckung. Was haben wir denn hier? Gottlosen werden keinen Frieden finden. Scheiße, mach das einfach immer noch fertig. Ach, Kacke. Ach, Kacke, jetzt habe ich mein Maschinengewehr da oben gelassen. Wenn er sich noch mal blicken lässt. Dann ist er fällig. Ach, du hast den Weg da hinten rum gefunden. Hä? Langsam gehen uns die Leute aus. Schätze. Das Arschloch ist hier. So, dann nehme ich jetzt mal eine andere Knarre. Okay, ich habe nochmal Munition. Der andere, der ist dahinter. Okay. Hat ihn niemand anderes erwähnt? Verdammt, er ist weg. Nicht aufzusuchen. Red mit mir, Kumpel. Er ist noch hier. Hat ihn niemand anderes erwischt? Würde ich. Das war mal... Aber wieso laufen die hinten in die Ecke rein? So, Entschuldigung, dass ich nichts gesagt habe, aber... Ah, hier ist ein Medikit.
Okay. Ich gehe in Deckung. Ich auch. Dann mal. Da sind noch mehr, oder? Hast du das, Arschloch? Ja, Söhnchen. Muss kurz Munition wechseln. Muss Schutz suchen. Alter! Maschinengewehr. Hast du das, Arschloch? Er schießt, um zu töten! Ich gehe in Deckung! Na geil. Okay, jetzt haben wir die Zelle raus! Nicht hoch. Ich kann nicht hochklettern, oder? Hat ihn irgendwer gesehen? Wo ist der hin, Leute? So, ich schaue mich hier mal unten um. Suchen wir woanders weiter. Es ist interessant in dem Spiel, wenn du irgendwo anders hinläufst und du willst gucken wegen der Grafik oder so was, dass das erste die Grafikoption so ein bisschen nachlädt. Hey, hier liegt ein Kann mich nicht bewegen. Ich stecke hier fest, Leute! Abgeschnitten! Mal nachladen. So. Oh, da läuft aber einer schnell. Ich bin dann mal hier drüben. Ich bin der Engel des Todes! Er ist da drüben! Wieder einer weniger! Ja, läuft. Rennt um euer Leben! Oh, jetzt haben wir die Kohle. So, wo haben wir den? Komm, was da wollen. Dieser Bursche entkommt uns nicht. Sucht weiter. Ha? Wo ist er denn? Ich hole mir Deckung! So, haben wir jetzt ein bisschen Munition hier einsammeln von mir. Jeder einzelne von ihnen. Die Wege des Herrn sind unergründlich, mein Freund. Ja, ich bin auch da. Ich habe euch nicht vergessen, Freunde. Ich gehe jetzt mal durch die Kirche, schon wieder durch die Kirche. Ja. Propaganda da. Da stand es aber ziemlich sehr praktisch hier. So, es macht Laune auf jeden Fall. Ist mal so wieder in das. Okay, das war hier. Sehe ich ja nicht hier. Was? Okay, man sieht da nichts. Er hat sich jetzt da hinten verkrochen. Noch warm. Ich knall ihn an. Was? Er macht nichts mehr. Nichts mehr. Nichts mehr. Den habe ich da, ey.
Okay, das hätte ich jetzt nicht machen sollen. Ich wollte eigentlich in Ducke gehen. Komm raus, wo immer du bist. Dieser Motherfucker schneit einfach so ungebeten hier rein. Der Scheißkerl hat mich erwischt! Deine Knarre ist leer! Ach, geht auch, Clay! So, mein Freund. Wir wollen natürlich. Arbeite für mich und du lebst vielleicht lange genug, um deine Kinder großzuziehen. Okay, klare Sache. Was immer ihr wollt. Das ist gut, Charlie. Wirklich gut. Alles klar. So, das haben wir. Schön. Marihuana, Geschäftsweisung. Aha, gefallen. Die Kosten für deinen nächsten Anruf bei Cassandra verwendet werden übernommen. Büchsenmacher plus Präzision. Jean Baptiste überarbeitet die Zielvorrichtung deiner Waffen, sodass sich deine Präzision verbessert. Aktuelles Einkommen 30.000 plus Information 2064. Boah, geil. Verbesserungsverlauf ansehen. Cassandra zuweisen. Schick deine Jungs zur First Baptist Church. Wir haben uns die Redneck-Wichser vorgenommen. Ich schicke sofort ein paar Männer rüber. Und danke. Okay. Guck mal, wie viele Leute da kommen, Alter. Alle die gleichen Karren, ey. Ein Cadillac mit Heckspoiler? Was? Was geht denn bei der? Nennen Sie Ihren Namen bitte fürs Protokoll. Donovan. John. Mr. Donovan, Sie wissen, dass Sie durch Ihr Erscheinen vor diesem Komitee auf Ihre verfassungsmäßigen Rechte hinsichtlich Rechtsberatung und Selbstbeschuldigung verzichten. Sicher. Und Sie bestätigen weiterhin, dass Sie mit Ihrem Erscheinen vor diesem Komitee damit einverstanden sind, dass absolut alle Informationen bezüglich der Ereignisse in New Bordeaux im Sommer und Herbst 1968 öffentlich werden. Sonst würde ich hier nicht sitzen. Sie waren Agent bei der Central Intelligence Agency von 1953 bis 1969, ist das korrekt? Das ist richtig. Wann kamen Sie nach Vietnam? Das war im August 61. Bitte erzählen Sie vor diesem Ausschuss, was Sie damals alles so getrieben haben in Vietnam. Also zuerst war ich ein paar Monate in Saigon. Danach versetzte man mich auf eine Basis der Special Activities Division in Laos. Wir bewaffneten und trainierten die Hmong und ließen sie dann auf die NVA los. Die hat Waffen über den Ho Chi Minh-Pfad geschmuggelt. Und Sie arbeiteten mit Lincoln Clay an dem, was später das Phoenix-Programm hieß? Lincoln leitete etwa ein Jahr eine eigene Aufklärungseinheit. Wir haben in Vietnam feindliche Stellungen aufgespürt und den Gegner entweder ausgeschaltet oder gefangen genommen und verhört. Wenn ich daran zurückdenke. Oh mein Gott. Sie ahnen ja nicht, was wir mit den Wichsern alles angestellt haben. Mann, das sind harte Worte. Heftig, ey. Ja, weiß aber ganz genau, was er will. Heroingeschäft gesichert, jawohl. So, was ist? Rede mit Cassandra. Büchsenmacher, Präzision. Ja, alles klar. Jetzt kriegen wir das, was vorhin schon angezeigt worden wurde. La 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 la. Dann fahren wir mal zu Cassandra. Hier wimmelt so noch von grünen Leuten, also von Cassandras Leuten. Aber dass der uns der
Aber was machst du denn da? Er steigt einfach aus, ey. Verrückt. Ach, ich habe jetzt auf die Karte geguckt. Die fahren sich was zusammen. Danke fürs Vorbeilassen. Also parken will keiner. Ich kann echt nicht parken. Steig aus, Virus. Ist ja schlimm. Yeah.